Willkommen zur Winterschule der Grünen Brücke, ein neues Veranstaltungsformat. Morgen geht's los, 18 Uhr am 7. Januar 2022. Das Thema des Tages: Bodenmikroben ernst nehmen. Warum ernst nehmen? Zunächst sind sie viel, nicht immer und nicht allen Böden, aber wenn sie doch mal viel sind, dann haben sie bärischen Hunger. Hier in diesem einfachen Rechenbeispiel sieht man, es können sogar 250 Tonnen Frischmasse pro Hektar und Jahr notwendig sein, um die bei Laune und beim Arbeiten zu halten. Wie macht man das? Wo sind die Fehlerquellen? Wie geht man damit um, wenn es nicht funktioniert? Das ist Inhalt in diesem Vortrag. Zunächst muss ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Die Bodenlebewesen bestehen in erster Linie aus Mikrobiologie. Welche Eigenschaften haben die? Was fressen die? Wer kontrolliert ihre Entwicklung? Also wer frisst sie selber? Auch das ist hier drin. Hier ist ein Beispiel davon. Wir sehen hier eine Gruppe Bakterien, die von einer Protozoa, in diesem Falle einer Amöbe, aufgenommen wird, umschlossen wird, um sie zu verstoffwechseln. Das Interessante an diesem Vorgang ist, dass die Bakterien ein viel engeres CN-Verhältnis haben wie die Amöben. Es bleibt also Stickstoff übrig bei diesem Verstoffwechseln. Und im wahrsten Sinne des Wortes, den scheißen sie wurzelgerecht den Pflanzen vor die Füße. Das ist der Trick, das ist die Quelle, wo die Stickstoffverfügbarkeit aus dem Bodennahrungsnetz herkommt. Wie fördern wir diesen Prozess? Wie gehen wir damit um, wenn es nicht funktioniert? Ist halt Inhalt dieses Vortrages der Winterschule. Eine der Methoden, wie ich damit umgehe, ist zum Beispiel die Kalkverfügbarkeit prüfen, aktuell zu Beginn des Frühjahrs. Und da könnte man zum Beispiel so ein pH-Meter nutzen. Es gibt schon noch ein paar andere Möglichkeiten. Wenn die Bodenmikroben, spezifisch die Bodenpilze, so wichtig sind, gehört es natürlich auch dazu, wie ich die fördern kann. Und ein Beispiel sehen wir hier, die organische Düngung, spezifisch mit den Feststofffermenten, mit der Düngesilage. Wenn man alles richtig gemacht hat und trotzdem irgendwas klemmt, man sieht es ja dann zum Beispiel am Bestand hier mit diesen braunen Blattspitzen, was macht man da? In diesem Beispiel sehen wir die Auswirkung von Luftmangel. Ja, seien Sie dabei, klicken Sie sich morgen ein, gucken Sie auf grünebrücke.de unter Winterschule, machen Sie dort Ihren Haken und dann sehen wir uns morgen. Bis dann, tschüss.